In diesem Video geht es um Phraseologismen. Wir zeigen, woran man sie erkennt und wie sie sich klassifizieren lassen. Als Phraseologismen bezeichnen wir einen syntagmatischen Verband von zwei oder mehreren Wörtern, der in der Sprachgemeinschaft als feste Verbindung mit einer eigenen festen Bedeutung verwendet wird. Das heißt, solche Ausdrücke bedeuten in der Summe mehr als ihre Einzelbedeutungen. Sie zeichnen sich durch folgende Merkmale aus: Polylexikalität, das heißt, sie sind ein syntagmatischer Verband und bestehen aus mehreren Wörtern. Ein einzelnes Wort kann kein Phraseologismus sein. Festigkeit, auch Stabilität genannt. Sie sind fest auf psycholinguistischer Ebene, also in ihrer Bedeutung. Sie zeichnen sich aber auch durch eine relative strukturelle Festigkeit aus. Das heißt, auch die konkrete Formulierung bleibt möglichst gleich. Phraseologismen können aber auch modifiziert, also in ihrer Struktur verändert werden. Das passiert häufig in der Werbung. Dort heißt es dann zum Beispiel, eine Schorle fällt nicht weit vom Stamm. Statt des Apfels wird auf das zu bewerbende Produkt, also eine Schorle, referiert. Außerdem sind Phraseologismen pragmatisch, also in ihrer Verwendung fest und werden in bestimmten Kontexten Anwendung finden. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, wird man dann sagen, wenn man jemanden bremsen möchte in seinen Schlussfolgerungen. Und auch nur dann. Und als letztes die Idiomatizität in unterschiedlichen Graden. Ihre Bedeutung muss mehr oder weniger gelernt werden. Phraseologismen lassen sich nicht aus der Bedeutung ihrer einzelnen Bestandteile herleiten. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Phraseologismen zu klassifizieren. Eine Möglichkeit ist die Unterscheidung in referenzielle, strukturelle und kommunikative Phraseologismen. Referenzielle Phraseologismen beziehen sich auf Objekte, Vorgänge oder Sachverhalte der Wirklichkeit, zum Beispiel schwarzes Brett, jemanden übers Ohr hauen oder Morgenstund hat Gold im Mund. Strukturelle Phraseologismen haben nur eine Funktion innerhalb der Sprache, nämlich die Funktion, grammatische Relationen herzustellen, wie zum Beispiel in Bezug auf oder sowohl als auch. Kommunikative Phraseologismen werden auch Routineformeln genannt. Sie haben bestimmte Aufgaben bei der Herstellung, Definition, dem Vollzug oder der Beendigung kommunikativer Handlungen. Zum Beispiel Guten Morgen, ich meine oder wie ich bereits gesagt habe. Eine andere, weitere Klassifikation ist folgende etwas komplexere. Verbale Phraseologismen versprachlichen beispielsweise nonverbales Verhalten oder verlagern die eigentliche Bedeutung wie in Funktionsverbgefügen in das Substantiv. Modellbildungen werden nach einem Strukturschema, zum Beispiel Modell X um X oder von X zu X gebildet. Sprichwörter sind in sich geschlossene Sätze, die durch kein lexikalisches Element an den Kontext angeschlossen werden müssen. Gemeinplätze formulieren im Gegensatz zu Sprichwörtern Selbstverständlichkeiten. Onymische Phraseologismen haben die Funktion von Eigennamen und phraseologische Termini haben Fachwortcharakter.